Danke vielmals. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebes Publikum hier im Plaza. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim vor dem Fernsehen. Ja, genau. Auch die daheim. Herzlich willkommen zu Headhunter. Die wenigsten von Ihnen dürften wissen, merci vielmals, Frau Gotti. Gern geschehen, Herr Gamedalo. Die wenigsten von Ihnen dürften wissen, dass es keine einzige wichtige Stelle gibt auf dieser Welt, die nicht von der Annette und mir besetzt worden ist. Auf unsere Anregung hat der Ratzinger Platz gemacht für den Papst Franziskus. Halleluja! Dank uns hat Amerika den ersten schwarzen Präsidenten bekommen. Und unter uns gesagt, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der nächste SVP-Präsident heisst Fabien Louves. Apropos Präsident, der Donald Trump haben wir ans diesjährige Sexy-Leute vermittelt. Als Gastbild. Ein Knaller, ja. Ja, egal ob im Showbusiness, in der Wirtschaft, Sport oder Politik, wir Headhunter sorgen dafür, dass die richtige Persönlichkeit den perfekten Posten bekommt. Und uns ist es völlig gleich, ob die Stelle frei ist oder nicht. Wenn uns jemand nicht überzeugt, wenn wir nicht zufrieden sind, dann ersetzen wir. Und heute suchen wir einen Ersatz für den Jürg Schmid. Aber halt, Michel, wer bitte ist der Jürg Schmid? Ich meine, weiss irgendjemand hier drin, wer der Jürg Schmid ist? Oder daheim vom Fernsehen? Nein, eben, sie wissen es nicht. Und genau da, Michel, fängt das Problem an. Voilà, das ist der Jürg Schmid. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, der amtierende Tourismusdirektor der Schweiz, noch für eine halbe Stunde. Er weiss nicht, dass wir ihn heute ersetzen. Sein Blick geht Richtung Gipfel, das nützt ihm jetzt auch nichts mehr. Ja, seine Frisur erinnert ein bisschen an die Schneeverhältnisse in den Schweizer Bergen. Und nach dem abverheiten Winter konzentriert er sich jetzt voll und ganz auf die Sommersaison mit einem Werbebudget von 53 Millionen Franken. Sie fragen sich vielleicht, wie kommt man auf diese Zahl? Er ist wahrscheinlich von einer Milliarde potenziellen chinesischen Touristen ausgegangen. Und das gibt dann pro Chinesli ein Werbebudget von 0,0053 Franken. Franken! Ja, also egal. Mit 53 Millionen könnte man die ganzen alten Ostblockländer mit einer Plakatkampagne zupflastern. Besuchen Sie die Schweiz, Ihre Töchter sind schon da. Ja, aber wer ist denn eigentlich schuld an dieser Schweizer Tourismusflaute? Die drei bösen W. Wetter. Früher hat es geheissen Arosa, schneesicher. Heute heisst es Arosa. Währung. Obwohl der Franken total fett ist, schleppt er sich immer noch über die deutsche Grenze zum Shoppen. Wahlen. Weil immer noch Leute gewählt werden, die dafür sorgen wollen, dass wenn endlich mal jemand in die Schweiz kommt, der gerade wieder heimgeschickt wird. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber warum können die, bevor sie ausgeschafft werden, nicht noch schnell auf den Titlis für ein Fondue? Der neue Tourismusdirektor muss Stadt und Land zu einer einzigen pulsierenden Partymetropole verschmelzen. Vergessen Las Vegas, ab jetzt heisst es, lass alles stehen und liegen und komm in die Schweiz. So ist es und jetzt ist Schluss mit dieser Berghütten-Schocki-Käse-Romantik. So muss der neue Image von Schweiz Tourismus sein. Herzlich willkommen in der Schweiz. Die Schweiz bietet weltweit einzigartige Shows und die größten Stars. Kaffee am Bistro. Versuchen Sie Ihr Glück beim Gambling im besten Casino der Welt. Spielen Sie um Milliarden und mit etwas Glück treiben Sie ganze Volkswirtschaften in den Ruin. Spaß und Action für die ganze Familie beim weltweit größten Wrestling-Spiel. Oder beim Räuber- und Polyspiel. Profitieren Sie von
sensationellen Aktionen und kaufen Sie einen Skipass. Oder gehen Sie auf einen Sprung nach Lauterbrunnen. Jui! Und sparen Sie erst noch das Retourbillett. Nämlich, Schweiz ist geil. Da geht der gerade der Schuss ab. Ja, ja, das ist das neue Image von der Schweiz. Sexy, mondän und trotzdem noch an den Traditionen. Und das Publikum hier im Plaza wird heute Abend am Schluss der Sendung entscheiden, wer den Job vom Tourismusdirektor übernehmen soll. Und da sind unsere beiden Top-Anwärter für diesen Posten. Ist es Sie, die schön und charmant ist, 5 Sprachen redet und für eine junge und lebendige Schweiz steht? Oder er ist Moderator, Reiseleiter, Kommunikator und schenkt uns einen Happy Day. Meine Damen und Herren, das sind Christa Rigozzi und der Röbi Koller. Yeah. Grüezi. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend miteinander. So, Röbi, wie geht's? Mir geht's gut. So. Tipptopp. Christa, tutto a posto? Tutto a posto. Ah, ja. Christa, in Ticinese si dice tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto, ja. Du, Christa, hast du gerade letztes Mal Ferien gemacht in der Schweiz? Ja, ich verbringe immer meine Ferien, und zwar im wunderschönen Tessin. Ah. Dort wohne ich, und wenn ich dort bin, sind es wunderschöne Ferien. Ja, aber Bellinzona, meine ich. Also, sorry, Bellinzona ist die Hauptstadt vom Kanton Tessin, oder? Christa weiss schon, wo sie hin muss. Was sie nicht gewusst hat, dass wir sie fragen, ob sie Tourismusdirektorin werden will, ist das ein bisschen überraschend gekommen? Es war schon eine Überraschung, aber eigentlich, ich liebe die Schweiz. Ich bin eine stolze Schweizerin, und ich wüsste eigentlich, wie ich noch mehr Tourismus in die Schweiz bringen könnte. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und das ja, wenn ich mir das. Das kann ich mir vorstellen, dass du dir das vorstellst. Ja, natürlich. Der Röbi hat eher ein bisschen darauf gewartet, denkt mir auf die Anfrage. Ja, ich habe gedacht, es ist mein Happy Day, wenn ihr endlich anläutet. Weil, also, ich habe jetzt eine Tournee schon gemacht als Kind durch die Weltschweiz, und jetzt bin ich in der deutschen Schweiz schon länger angekommen. Ich bin mehr im Zentrum als du. Nein, weißt, ich habe einen besseren Überblick von Zürich aus, als du dort von der Peripherie. Aber das können wir diskutieren. Ich bin im Tessin geboren, und zwar bin ich der Swiss Miniatur geboren. Ja, okay, ja. Und trotzdem so gross geworden. Also wir haben das sind überzeugt, dass ihr beide alles mitbringt, was es braucht, um ein neues Image von der Schweiz in die Welt zu tragen. Genau, und warum das so ist, ich habe für euch recherchiert und zusammengestellt, was ihr unbedingt über den Röbi Koller wissen müsst. Happy Day, Happy Stay. Röbi Koller, 58, Moderator, Querkopf, Chorsänger, Reiseleiter und seit neuestem Taxichauffeur. Der Röbi Koller ist der perfekte Tourismuschef. Er ist kommunikativ, auf der ganzen Welt und bei allen Menschen beliebt. Aber nicht nur bei denen. Das Problem ist für den Röbi Koller klar. In der Schweiz wird man im besten Fall wie Luft behandelt. Zum Teil ein bisschen freundlicher, zum Teil zahlt man und tschüss. Er ist unser Ferienprofi. Am liebsten hat er Paris und Arktis. Als neuer Tourismuschef werden seine Lieblingsdestinationen Hinterkappelen und La Brevine. Der Röbi Koller steht natürlich auf die Schweizer Arbeitsmarkt. Pause. Nichts gut. Findet die richtigen Worte, um die Schweizer von Ferien im Ausland abzuhalten? Natürlich probiert man ja gleich immer über Grenzen zu gehen. Aber es gibt dann je nachdem halt auch Konsequenzen. Und er ist bei ausländischen Gästen sehr beliebt. This guy is hot, is very hot. Un ragazzo bello. Donatella findet dich hot. Donatella. Wahnsinn.
Hast denn du Donatella auch schon in deinem Taxi rumgefahren? Du hast ja Taxiprüfung gemacht. Ja, Taxiprüfung. Hast du Angst vor Altersarmut oder was? Du musst ein bisschen Vorsorge und planen. Meine Frau ist ein riesen Sparfuchs und ich kann ihr ein bisschen ein ruhiges Gewissen machen und sagen, ich habe noch einen Job im Fall, wenn das mit dem Happy Day nicht mehr läuft. Aber jetzt habe ich vielleicht noch einen zweiten. Es sieht ziemlich sicher. Schon ziemlich gut aus. 50-50 Chancen, würde ich sagen. Christa, über dich habe ich natürlich auch recherchiert. Ecco, il piccolo film Christa Rigozzi. Erledigt 1000 Sachen mit einem Sonnenstubenlachen. Christa Rigozzi, 32, Moderatorin, Entertainerin, erfolgreichste Miss Schweiz aller Zeiten und heimliche Weltrekordhalterin. Pro Jahr fährt sie 250 Mal durch Gotha. Sie ist die perfekte Tourismuschefin, weil sie redet 5 Sprachen fließend, Deutsch sogar mit einer wunderbaren Accente, die sogar deutsche Touristen zum Schmelzen bringt. Du bist so herzig! Und warum auch noch? Weil ich zielstrebig bin und bin ein Tier. Ich bin stur, ich will alles besser machen. Sie verkörpert das neue Image der Schweiz. Sexy, weltoffen und trotzdem schweizerisch bescheiden. Ich bin eine ganz normale Frau. Sie analysiert messerscharf und beschreibt das Potenzial von unserer Tourismusbranche. Diese Empfindung und nachher noch dieser Geschmack. Sie weiss, es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und sie verkörpert das Wichtigste für das Image von Tourismus Schweiz. Ich bin ein Partygirl, oder? Man muss auch feiern, man muss das Leben genießen. Sie ist das grosse Schweizer Talent, das wir so lange gesucht haben. Ich bin bereit für diese wichtige Aufgabe. Und jetzt legen wir los. Christa ist so parat. Ja, ja. Du hast ja sogar ein Studium. Du hast Kriminologie und Strafrecht studiert. Hast du je auf diesem Gebiet gearbeitet? Ja, ein bisschen schon. Also ich durfte für SRF vor ein paar Jahren die Anmoderationen von der Kommissario Brunetti und Donna Leone in Venedig anmoderieren. Mit gewissen Spielen im Sommer. Es wurde ausgestrahlt und ich war auf die, wirklich auf dem Weg vom Kommissario Brunetti auf die Spuren von ihm. Das ist sehr schön. Wenn es hier mit dem Tourismus nicht klappt, wirst du unsere neue zukünftige Tatort-Kommissarin. Sehr gut. Genau. Habe ich eine zweite Chance? Genau. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen mehr von euch wissen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Christa? Ja. Du kannst jetzt gerade zu Michele, adesso, senza paura, col gammentale. Sicura, ma posso parlare italiano tutta la sera? Certo, non capiscono niente, io ci provo. Solo sì, italiano. In bocca al lupo. Crepi, crepi, crepi. Un, due, tre. Ja, nimm Platz auf unserem Verhörstuhl. Kein elektrischer Stuhl. Nein, es ist. Also bis jetzt hat er nie funktioniert. Gut. Also, Christa, ich stelle dir ein paar Fragen. Ja. Es hat entweder oder Fragen dabei und auch solche, wo ich gerne ein, zwei knackige Sätze als Antwort habe. Knackig? Mhm. Ja. Bist du parat? Ja, ich bin parat. Gut, und los. Was stört dich am meisten, wenn du in der Schweiz Ferien machst? Die Baustelle. Es gibt Baustellen überall auf dem Weg. Und eigentlich, das ist nicht so erbaulich, würde ich sagen. Gut, zweite Frage. Wir haben noch ein paar. Tessiner Brötli oder Sixpack? Ein Tessiner Sixpack. Ehering oder Sponsoring? Gesponserte Hering. Zweite Röhre oder Braten im Ofen? Es zwei Braten im Ofen. In welchem Kanton würdest du nicht wohnen und warum nicht? Ah, da gibt es zwei Kantone. Also im grossen Kanton, weil da würde mich Schocke fehlen. Und in den Alpkantonen. Also ich habe nicht so gerne Alpensachen. Was hast du lieber, Kai Piranha oder kein Piranha? Kai Piranha. Bed and Breakfast oder All Inclusive? Es All Inclusive Breakfast. Was änderst du als erstes, wenn du Tourismusdirektorin bist? Oh, da habe ich eine Liste. Also ich würde zuerst die Bauarbeiter in die Ferien schicken, auf jeden Fall. Beim Zoll würde ich die Zollbeamten beten, Schöckli an die Touristen verteilen, wenn sie bei uns einreisen. Ich möchte ins Tessin, noch zwei. Also noch ins Tessin, das Flughafen Agno neu bauen, dass wenn man landet als Touristen, sieht man schon wunderschöne Palmen auf der Piste. Und ich möchte gerne Bellinzona
als Hauptstadt nicht vom Tessin, sondern von der Schweiz definieren. Weil dort haben wir drei Schlösser, zwei Autobahnen. Danke, Christa Rigozzi. Merci. Also Röbi, jetzt auch du einfach fliessen lassen, einfach spontan und denken, es ist dein Happy Day. Der mit den kombinierten Antworten. Ja, das ist noch schwierig, also gell? Ich weiss nicht, ob ich da kann. Christa, es ist schwierig. Wow. Sehr schön. Du, Christa, aber ja, mit dem Ehering, mit dem Gesponserten, ja, sind sie mir aber wunder als... Also meine habe ich bezahlt. Ja, ja. Aber als Tourismuschefin, ja, was hättest du gerne für einen Sponsor? Was wäre dein Meister? Das Käse. Ah. Das Käsesponsor, das fehlt mir. Schocki auch nicht. Schocki hast du, gell? So, ja, können wir nachher Sponsoring besprechen. Ich hätte da noch, ja, den Herrn Kohler auch noch. Also, Röbi. Genf, die Seite ein bisschen kurz und oben. Ein sauberer Schnitt. Genau. Okay, also, du hast es gehört. Entweder oder Fragen, ja, und auch solche, wo man ein bisschen mehr ausholen darf. Parat? Okay. Und los. Was stört dich am meisten, wenn du in der Schweiz Ferien machst? Wenn ich ankomme am Flughafen oder sagen wir mit dieser U-Bahn hier ins Dock E rausgehe, Mu, Alphorn, und das soll die ganze Schweiz sein. Nein. Mit Badhosen in die Sauna oder nackt wandern? Nein, nackt wandern. Nein, bitte. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und dann haben sie gleich rote Socken und Schuhe und Rucksack und Käppli. Nein. Happy Meal oder Heidi Happy? Heidi Happy. Ganz ehrlich. Rekaschecks oder Panama Papers? Ich habe zu wenig Geld, als dass wir in Panama auf die Idee kommen, mein Geld anzulegen. Also Rekaschek, geh wandern. Aber nicht nackt, bitte. Das haben wir notiert. Welchen Kanton braucht es nicht und warum? Wallis. Ja, die sagen zu uns immer Russenschweiz. Also, gleiches Recht für alle. Gut, Flugmeilen oder Mobility? Ich bin ein bisschen am Flugmeilen sammeln, weil ich viel... Ja, Mobility. Da habe ich gerade so 10 Autos ums Haus herum. Ganz kurz, dein schlimmste Reiseerlebnis? Arcachon, Ferienwohnung gemietet, wunderschönes Foto. Und du hast gemerkt, das ist so ein Ausschnitt aus dem Küchenfenster, wo man vielleicht das Meer sieht. Ein Loch, ein absolutes Loch und sauteuer gewesen. Wenn wir gerade beim Geld sind, Mikrokredit oder Backschisch? Mikrokredit, aber ich würde einer Frau geben. Frauen machen mehr aus dem Geld. Was änderst du als erstes, wenn du Tourismusdirektor bist? Siehst, das ist jetzt eben das Tonband dort am Flughafen mit dem Mu und Alper. Da schicke ich den Yellow, den Boris Blank von der Yellow vorbei und sage, mach dort mal einen anständigen Soundtrack darunter. Den haben wir auch mit der Schweiz repräsentiert. Nicht gegen Kuhglocken und Alphorn, aber weißt, noch ein bisschen Beats und noch ein bisschen modern. Weil das kann es nicht sein. Danke vielmals, Röbi Kohler. Nacktwandern, da hast du dich vehement gewehrt. Ja, hast nein, du hast das Gefühl, dass man dich auch beim Nacktwandern erkennt? An was? An der Nase eines Mannes hat es mir gesagt. Nein, also ich finde das vor. Ich finde es einfach schlimm. Ja. Ich finde auch die FKK, weißt du, im Meer baden, alles gut. Aber die gehen sie ja posten. Der spielt jetzt Tennis, der spielt alles. So schade. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Vielen Dank, ich hast gewonnen. Schade. So, ja. So, wir machen weiter. Verstanden, in der Nacht wandern. Es war nicht das. Ich erkläre dir das nachher. Nackt wandern. So, wir machen weiter. Und zwar haben Michelle und ich auf YouTube ein wunderbares Bärli entdeckt. Cindy und Armin. Die posten jede Woche spannende Tipps. Aktuell haben sie das neueste Freizeitabend Angebot ausprobiert, und zwar im Wallis. Hallo zusammen, heute machen wir die Wolf-Challenge im Goms. Wir sind auch so aufgeregt. Gell, Armin? Hello everybody, ciao zusammen. Ja, das ist wie Völkerball, aber noch viel krasser und so voll in der Natur raus. Ja, bei der Walliser Wolf-Challenge geht es darum, dass man in einem Wolf-Kostüm verkleidet, bis nach Obergoms streunet. Aber weißt du so einzigartig an dieser Idee? Wallis ist eine Tradition, dass gross und klein auf alles schiessen, sind ein Wolf ist. Es braucht viel Glück und Geschicklichkeit, um es bis ins Obergoms zu schaffen. Wer es bis ins Obergoms schafft, hat gewonnen. Und was kann man verlieren? Das Leben. Ja, der Wolf ist im Wallis da, wo in Zürich der Deutsche ist. Dann bin ich jetzt quasi das schwarze Schaf im Wolfspelz. Achtung, fertig, los! Toi, toi! Genial!
Schatz, entdecken! Stell die Decke! Jetzt geht's aber los! Das ist natürlich Action pur. Achtung! Ein Walliser! Ich flöte das! Das ist der Knaller! Über die Wiese! Über die Wiese! Komm! Schwulzig, stark hier! Wow! Das ist voll der Burner! Action pur! Armin! Armin, gell? Ist super cool! YOLO! Armin, mein Wolfigo! Fussler, das ist so geil gewesen. Da kriegt man echt etwas geboten fürs Geld. Adrenalin, Action und Natur pur. Und eine schnelle Rückreise mit der Rega. Und am Schluss kriegst du noch die Gewehrkugel als Souvenir. Nein, wirklich? Du, und was machen wir morgen, Armin? In Zürich ist russisch Roulette Happy Hour bei der Dignitas. Zwei Drinks für einen. Das ist super, dann nehme ich einen Ladykiller. Ja, im Wallis nimmt man den Gast noch ernst. Vielleicht müsste die ganze Tourismusbranche ihre Angestellten mal informieren, dass nicht sie in den Ferien sind. Genau so ist es. Und ihr seid auch nicht in der Ferien. Jetzt testen wir euch. Röbi, du kannst gerade mal zu mir kommen. Und zwar heute mit der Aufgabe, die Schweiz schön zu reden. Röbi, als neuer Tourismuschef musst du Menschen dazu begeistern, in der Schweiz Ferien zu machen. Du wirst jetzt gerade ein paar Bilder sehen. Inklusive Wallis, oder? Ja. Inklusive Wallis, ja. Du wirst jetzt gerade ein paar Bilder sehen. Und du hast eine Minute Zeit, um die schön zu reden, um die möglichst attraktiv zu verkaufen. Okay. Go! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserer DIA-Show. Wir sind hier mitten im Zentrum von Zermatt. Und darum, ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, ich will nicht unbedingt ins Wallis reisen. Aber das ist der Jodelchor Zürich Affolter am Proben. Da kann man gratis dabei sein und eine Lektion nehmen. Manchmal sind unsere Seilbahnen so beliebt, dass wir ein bisschen überbuchen. Das ist nicht so schlimm. Es hat ja unten dran weichen Schnee, manchmal, nicht immer. Und dann geht man nicht so her. Ah, Gegensätze, das Land der Gegensätze. Hä? Man sagt doch immer, Äthiopien, das Land der Gegensätze. USA, das Land der Gegensätze. Schweiz, das Land der Gegensätze. Ja, mit dem Schnee haben wir ein bisschen Pech gehabt. Das ist, ich glaube, in der Nähe von Bellinzona aufgenommen worden. Der Christa Rigozzi, ihre drei Nächte und die Neffen sind hier am Skifahren. Herzig. Das ist herzig. Aber ein bisschen mehr Schnee sollte es dann schon noch geben nächste Woche. Schon fertig? Woo! Das ist ja, das ist schon gar nicht schlecht. So, jetzt bin ich gespannt. Christa Rigozzi. Christa Rigozzi, kannst auch du ausländische Touristen überzeugen, in der Schweiz Ferien zu machen? Du musst es also nicht auf fünf Sprachen machen, machst einfach so frei leben, ja. Und ihr unterstützt. Und ich würde sagen, Tourismus-Mekka Schweiz mit der Christa Rigozzi. Go! Guten Abend miteinander und herzlich willkommen in der wunderschönen Schweiz. Jawohl, das ist unsere Schweiz. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Hotels und Jugendherberge, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bei uns kann man Ferien auf der Bauernhofe erleben, Ferien auf die Baustelle auch und neu auch Ferien auf der Bank. Jawohl, es gibt natürlich die Sonnenstube vom Tessin, von der Schweiz. Das ist das Tessin mit wunderschöner Sonne. Und die Deutschschweiz natürlich, die hat weniger Sonne. Dafür gibt es immer diese wunderschöne Stimmung, oder? Diese Feuer, die kommt raus. Und da kann man wunderschöne Aussichten genießen. Jawohl, das ist natürlich unsere Skipiste, die bekannteste der Welt. Da gibt es natürlich den Didier Küche, der macht ein Rennen, der kann springen. Sie sehen, wir haben extra nur eine Piste gemacht, damit man sich konzentrieren kann auf diese Piste. Man kann noch besser sein, noch schneller und man geht nicht... Großartig! Großartig!
Man kann noch besser sein, man kann noch schneller sein. Also besser geht es doch gar nicht. Wir haben vorher schon ein bisschen über die ganzen Klischeebilder geredet. Der Röbi hat sich schon darüber ausgelassen, was ihn besonders aufregt. Welche Klischees von der Schweiz stören denn dich am meisten, Christa? Wir haben noch Schocke-Kühe, wir haben Käse, also wir haben viel mehr. Wir haben wunderschöne, charmante, sexy Männer in der Schweiz. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die besten Talente. Wir haben ein Happy Day. Röbi! Ja, das ist ja noch. Wir haben genau zu dem Happy Day. Genau, zu dem Happy Day. Oder ich habe über dich etwas sehr Sonderbares erfahren. Was hat es mit dem auf sich? Das steht bei mir im Gewürzschrank. Wirklich? Versteckt ein bisschen, weil wenn man ein bisschen kocht auf einem kleinen Niveau, darf man das nicht zugeben. Dass man, aber ich habe mit Chefköch gekocht und viele haben das neu mehr hinten dran. Aber du bist doch Sushi-Gourmet, streust du das auch auf Sushi? Nein, auf Gottes Willen. Gottes Willen. Ja, komm jetzt, Sushi. Also, ein bisschen Salatsauce ab und zu ein bisschen, aber einfach niemandem erzählen. Okay, gut. Nein, ich meine, der Gast darf die Aromat drauf rühren, wo er will. Nein, er ist ja König. Nein, ich mache es. So geht's. Und dann soll es noch freundlich gebracht werden. Ja. Oder? Heutzutage ist es ja so, dass man in einem brasilianischen Favela freundlicher überfallen wird, als in einem Zürcher Kaffee bedient. Wie bringen wir dann die Freundlichkeit zurück ins Gastgewerbe, Christa? Wie bitte? Wie bringt man. Entschuldigung, ich kann es nicht. Ich kann's, ja. Wie bringt der Mann die Freundlichkeit zurück in den Gastgewerbe? Ja, jetzt hat sie es verstanden. Hey. Wenn er ganz schön aussieht und er kommt raus und er serviert und er macht einige Sprüche und er ist freundlich. Also er muss nicht nur servieren, sondern auch etwas anderes jetzt als Beilage dazu, oder? Du und Christa, über dich habe ich auch noch etwas sehr Witziges gefunden. Anscheinend siehst du ein Miststück. Schau selber. Ui. Spätestens beim Schaufeln von Kuhmist stößt unsere Mist zum ersten Mal an ihre Grenzen. Ja, ich denke, sie sind die falsche Schuhe und ich werde diese desinfizieren nachher. Ja. Christa, hast du auch schon mal in den High Heels gemischt? Nein, nur mit Gummistiefeln. Also ich hätte es gerne probiert, aber da wäre nicht so, also ich wäre nicht so bodenständig. Ja, aber mir ist auffallend, du hast immer lässige Schuhe an. Kaufst du die bei Zalando? Oder wo hast du die? Ja, ich bestelle überall. Und hast du auch sonst noch Schuhläden in Italien, die du mir empfehlen kannst? Nein, ich kaufe ein bisschen überall. Oder? Hallo, es gibt sehr schöne Schuhe. Aber ich meine, Italiener haben die Schuhe. Hallo, es geht nicht um Schuhe, es geht um die Rettung vom Tourismus. Okay. Ja, sind auch ganz schöne, aber ich glaube, unsere Zuschauer hier im Plaza haben jetzt genug Informationen zusammengekommen zu uns führen. Wir wollen jetzt herausfinden, wer diesen Job wirklich bekommen soll. Wer soll es sein? Der blonde Engel aus dem Tessin, der sich im Strafrecht auskennt und nach dem Misten muss die Schuhe desinfizieren. Ja, oder ist es unser Moderator und Taxichauffeur, der im Chor singt und sein Essen mit Aromat pimpt? Ihr dürft euch jetzt entscheiden, ihr bestimmt es. Wir kommen zum Publikum-Voting. Nehmt jetzt eure Taschenlampe führen. Voilà. Dankeschön. Ihr habt jetzt dann genau während 20 Sekunden Zeit, auf diese Zielscheibe zu zielen, von dem Kandidat, den ihr findet, er sollte der neue Tourismuschef werden. Und bitte zielt genau in die Mitte und dann seht ihr, wie es rauf geht. Mich blendet es jetzt schon. Also, ich weiß auch nicht warum. Und zwar auf Miss Go. Achtung, fertig, go. Ui. Aber das ist ein tolles Bild, oder? Wow. Bis jetzt ist es ziemlich ausgeglichen. Dünnt euch langsam entscheiden. Hat noch 10 Sekunden. Wow. Ja. Ist doch schön. 5. Dünnt euch entscheiden. Jetzt könnt ihr noch wechseln. Und. Ganz knapp, aber es ist entschieden. Der Röbi Koller wird der neue Tourismuschef von der Schweiz. Er kommt natürlich auch eine Starthilfe über. Direkt aus Zermatt einen Sack echten Schweizer Kunstschnee. Den braucht man dann schon. Viel und grossartig geschlagen in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen hat sich natürlich unsere wunderbare Christa Rigozzi. Oh, etwas darf man nicht vergessen. Annette,
sagst du am Jürg Schmid noch, er soll seinen Büroschlüssel einfach im Briefkasten legen. Sehr gut. Und dann twittere ich noch ganz schnell, damit auch alle Bescheid wissen, wegen dem neuen Tourismus. Voilà. So, nächste Woche tun wir in eigener Regie unsere ESC-Kandidatin Reika ersetzen. Ja, wir haben die Nase voll von Switzerland Zero Points. Was braucht es wirklich, um in Stockholm zu siegen? Ja, es braucht eine Charme-Offensive, gute Kontakte zum Osten, ja, oder vielleicht auch einen, der Massen hypnotisieren kann. Wir sind noch nicht ganz entschieden zwischen dem Sean Fielding, dem Bendrit Beira oder dem Mike Shiva mit Hund. Gute Nacht miteinander. Ade.